Hallo und herzlich willkommen zu Adiers Daily TV. Der deutsche Leitindex hat sich gestern verhältnismäßig wenig bewegt. Die Handelsspanne lag bei etwas mehr als 100 Punkten. Am Ende lag der DAX bei 14.379 Zählern. Das ist ein Minus von knapp 0,4% bzw. 51 Punkten. Blicken wir nach Frankfurt zu Viola Grebe. Viola, gestern also relativ wenig Bewegung beim DAX. Was können wir uns denn heute erwarten? Was sind die Vorgaben für den DAX? Ja, guten Morgen aus Frankfurt. Viel Bewegung dürfte auch heute zum Start nicht drin sein. Im Moment sieht es zumindest nach einem kleinen Plus aus. War ja letztlich gestern auch nur ein kleines Minus. Und damit hat der DAX auch mal seiner siebenwöchigen Rallye Tribut gezollt. 7 Gewinnwochen in Folge, da kann man auch mal durchatmen. Es sind aber auch 2 Faktoren, die im Moment die Anleger so ein bisschen abwartender machen. Zum einen die Corona-Lage in China. Das haben wir gestern sehr deutlich an den asiatischen Börsen gesehen. Aber auch heute wieder ein gemischtes Bild an den asiatischen Handelsplätzen. Denn die Corona-Zahlen in China sind wieder angestiegen. Daraufhin wieder Einschränkungen, Beschränkungen, Lockdown-Maßnahmen. Und da befürchtet man natürlich, dass das noch weiter ausgebaut wird, nachdem ja zuvor ein Hoffnungsschimmer auf Lockerungen die Märkte eher erfreut hatte. Und was würde das dann auch wieder für die Lieferketten, für Lieferkettenunterbrechungen generell für den Welthandel bedeuten? Das ist natürlich was, was auf den Märkten so ein bisschen als Überlegung zumindest erstmal lastet. Ansonsten haben wir auch in den USA einen verhaltenen Wochenstart gesehen. 0,1% ging es runter für den Dow Jones. Und da gibt es diese Woche eine verkürzte Handelswoche. Donnerstag ist Thanksgiving. Da wird nicht gehandelt und am Freitag nur ein verkürzter Handel. Da gehen die Leute dann eher shoppen am Black Friday und läuten damit das Weihnachtsgeschäft ein. Hoffentlich, muss man sagen, aus Einzelhandelssicht. Und wie sich die Konsumenten angesichts der hohen Inflation dabei verhalten werden, das ist eben auch so ein anderer wichtiger Punkt in dieser Woche. Ansonsten steht heute nicht so viel auf der Agenda. Am Nachmittag haben wir das Verbrauchervertrauen aus der EU. Aber wie gesagt, erstmal rechnen wir mit einem leichten Plus, aber nicht viel Bewegung zum Start. Also wir halten fest, wenig Bewegung beim DAX, aber viel Bewegung auf dem Parkett, da wird fleißig geputzt. Vielen Dank, Viola. Fenster geputzt. Ja, so war dazu der Ausblick auf den Handelstag in Frankfurt. Kommen wir zur Marktidee, die ist heute Beiersdorf. Die Aktie von Beiersdorf befindet sich seit März in einem intakten Aufwärtstrend. Anfang November war das Papier im Rahmen einer kurzfristigen Korrektur unter die 200-Tage-Linie gerutscht. Zuletzt ging es aber wieder deutlich nach oben und der Kurs eroberte die 200-Tage-Linie zurück. Aus technischer Sicht steht jetzt die nächste Widerstandszone im Fokus. Eine ausführliche Chartanalyse finden Sie wie gewohnt unter www.adiers-daily.de. Das war die aktuelle Ausgabe von Adiers Daily TV. Vielen Dank fürs Zusehen und bis morgen.